Hey, ihr Höhlenmensch da draußen, und herzlich willkommen zu unserem Oster-Special hier auf unserem Kanal. Ja, wie ihr seht, ich hatte doch eine Möglichkeit gefunden aufzunehmen, und zwar mein Bruder hat sein MacBook mitgenommen. Ich hoffe, der läuft gerade richtig, der ist gerade richtig laut. Ich hoffe, den hört man nicht so. Ja, ich werde hier, wir sind hier auf dem event.nitraro.net Server, das ist, der ist glaube ich jedes Jahr. Und dort kann man dann, ich glaube, das gibt es ja auch zu Weihnachten, oder? Gibt es da nicht auch so eine Aktion? Auf jeden Fall ist das hier zu Ostern ein Eiersuchserver, sage ich jetzt mal. Da werden einmal unsere Eier gesucht. Und ja, was heißt unsere Eier? Die Eier vom Osterhasen natürlich. So, also suchen lohnt sich. Es sind überall Ender-Chests verteilt. Okay, mich kann man öffnen. Okay, dann mache ich da mal auf O-Tool. Ein Goldnugget, ein Eisenhaus. Was tut man denn damit? Mich kann man nicht öffnen. Okay. Dann würde ich sagen, dann fragen wir den Kontaktmann da mal. Kann man den anklicken? Ja. Das Ostersuchgerät. Das kaufen wir uns auch gleich mal. So. Und kann man sich noch irgendwas kaufen? Nee. Okay. Und hier, bei dem da? Crafte und baue. Nutze deine Umgebung. Mich kann man benutzen, okay. Und mich kann man auch benutzen. Und was gibt's hier? Willkommen? Das sollte ich mir dann vielleicht auch kaufen. Oder habe ich das schon? Och, das habe ich ja schon. Das habe ich ja schon. Und das, glaube ich, war jetzt auch schon das erste Osterei. Oh, und jetzt habe ich mir einen Kompass gekauft. Jetzt habe ich zwei. Okay, ich würde sagen, wir lesen das jetzt erstmal vor. Willkommen in Adventuria. Dies ist das Osterevent von Nitrado und Timolia.de. Wir freuen uns, dass du mitspielst. Timolia.de ist übrigens, glaube ich, der Server von MC Expert, und ich empfehle euch den sehr, der ist richtig cool. Ich habe mir da zwar Premium gekauft und habe noch kein Premium, aber egal. So, willkommen. In diesem Osterevent werden Eier gesucht. Je mehr Ostereier du findest, desto höher ist deine Gewinnchance auf einen der tollen Preise. Nutze den Kompass, um die Eier zu finden. Bist du in der Nähe, dann dreht der Kompass durch. Der letzte Teil liegt an dir. Mit Slash Spawn kannst du immer wieder nach Königshafen gelangen. So. Und mit Warps kannst du die großen Städte schnell bereisen. Hilfestellung. Wenn du Hilfe brauchst, ja bla bla. Man wird sich anschließend so schnell wie möglich um dich kümmern. Regeln. Spiel fair und hab Spaß. Das Team von Timolia und Nitrado wünscht dir viel Spaß beim Spielen. Okay, super duper. Wir suchen jetzt mal die Ostereier. Das ist jetzt unsere Mission. Und ja, das sind auch schon... Wir haben schon drei gefundene Eier. Ja, aber ich habe das noch nie gespielt. Ah, wahrscheinlich waren die Verkäufer, hatten die auch Eier. Ah, hier dreht er durch. Also das heißt jetzt irgendwo ein Osterei. Hallo. Okay, hier dreht er nicht mehr durch. Das bedeutet, hier drin muss er sein. Hier drin. Hier drin, da dreht er doch durch. So, gehen wir mal hier rein. Don't touch this. Wir kommen da nicht rein, sage mal. Ist das hier vielleicht ein Osterei? Das hier? Nein. Irgendwo muss das doch sein. Oh Leute, ich hoffe, dass die FPS-Zahl ist hier nicht so gut. Ich glaube, ich mache hier mal ganz kurz das Texture Pack raus. Und nehme hier jetzt einfach mal das Standardmäßige. Weil der dreht ein bisschen durch hier, wenn ich das Texture Pack drin habe. So. Also, mein Kompass. Wo zeigst du denn hin? Er dreht sich. Das bedeutet, es muss hier irgendwo ein Osterei in der Nähe sein. Ich glaube, hier in diesem Haus. Ich glaube, hier rein. Ich glaube, hier oben. Ist da ein Osterei? Ist hier ein Osterei für mich? Vielleicht hier oben? Hier gibt es Werkbänke und Truhen. Kann man die öffnen? Nee. Die kann man nicht öffnen. Das ist ja sehr komisch hier. Vielleicht, was ich glaube, vielleicht da hinten oben. Nee, da kommt man ja nicht rauf. Ihr seht schon, Leute. Ich bin ein bisschen verplant. Vor allem, weil ich nicht weiß, wo die Ostereier sind. Und ich bin nicht so gut im Suchen. Ach, ich gehe jetzt einfach mal... Nee, hier rein kann man ja nicht, ne? Das bedeutet, die müssten hier da hinten vielleicht in einem anderen Haus sein, und vielleicht muss ich da einfach nur hochgehen. Das weiß ich nicht.
Kann man sich da hochbangen? Nein. Nein, kann man natürlich nicht. So. Die Richtung einfach mal geradeaus. Und das Ei, das kann sich ja nicht irgendwie in diesem Haus, da muss es doch drin sein. Hier drin muss es sein. Jawohl. Hier drin muss es sein. Dr. Grünwald, hier drin. Hallo. Hallo? 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 Wir haben es gefunden, das schwarze Ei. Und ab geht's zum nächsten. Jawohl. Es geht ja hier richtig ab. Hä? Leckt das hier gerade ein bisschen? Okay. Ja, Leute, ich möchte euch eine kleine Information geben, die vielleicht nicht vielen Leuten von euch gefallen werden. Und eigentlich möchte ich die gar nicht geben, weil ich weiß, dass... okay, hier in der Nähe ist auch wieder ein Osterei. Dass die Folge dann wieder elend viele Dislikes haben wird und ich das eigentlich ja... Naja... Es ist schon ein bisschen scheiße, wenn die Leute einfach nicht zuhören können, wenn sie einfach nicht... oh, Nuggets und Leder. Wenn die, also Leute, ich sage euch jetzt mal was. Wenn ihr das Video jetzt wegen dem, was ich euch jetzt sage, disliked, dann seid ihr dumm und könnt einfach nicht zuhören, denn es ist alles nicht so schlimm, wie es sich anhört. Also, es geht um Desertcraft. Ich weiß, ich hasse es, wenn ich Projekte beginne, sie aber dann nicht zu Ende mache. So, stopp. Und ihr denkt jetzt alle, Desertcraft ist zu Ende, bla bla bla. Der liebe Gründer von Desertcraft, und zwar der Minecraft-Ritter, hat Desertcraft eben gemacht und sehr viele Leute dazu geholt, die er nicht kannte. Und somit auch Leute, denen man höchstwahrscheinlich nicht vertrauen kann. So, nun wurde der Fehler begangen und die Leute wurden ins Projekt geholt. Tja. Was man aber vielleicht bedenken hätte sollen, es gibt auch unter den Betrügern und Creeper und bla bla bla. Somit wurden dann extremst viele Häuser zerstört. Komplette Gebäude, wo teilweise die Leute offscreen stundenlang dran gesessen sind. Und ich weiß nicht, also... Es tut mir weh, dass ich das sogar sagen muss, aber dieser Minecraft-Ritter sagte dann, nee, wir schließen jetzt das Projekt. Es hätte wahrscheinlich noch die Möglichkeit gegeben, Backups zu ziehen, da hatte er oder so wahrscheinlich keinen Bock drauf, keine Ahnung. Das Lustige ist, Leute, es wurde nicht mal richtig besprochen noch am Ende. Es wurde einfach nicht mehr richtig besprochen, die Skype-Konfi, es hieß einfach nur, so, ja, es wurde gegrieft, bla bla, und dann haben einfach, so, der hat Konfi verlassen, der und der und der, und somit wurde das Projekt dann quasi beendet. Hier gab es keine normale Aussprache, und das ist das, wo Pixel Battle und noch ein paar andere gesagt haben, so, was soll das jetzt, wir hätten alle in den Teamspeak zusammenkommen können, wir waren 15 Leute, und ich denke schon, dass wir da eine Lösung gefunden hätten. So, der Server wird jetzt wahrscheinlich zu einem offiziellen Server werden, wo es wahrscheinlich dann PvP oben geben wird oder was weiß ich. So, ich muss mich jetzt auch noch ein bisschen aufs Eiersuchen konzentrieren. Es soll ja schließlich ja ein Oster-Event werden, ein Oster-Video. Und ja, es ist einfach ärgerlich, Leute. Ich habe mich so auf das Projekt gefreut. Aber für die Leute, die jetzt sagen, oh Mann, schade, ich habe mich auch extremst auf das Projekt gefreut. Habt keine Angst oder seid nicht in keinster Weise traurig, denn es ist so, ein paar Leute vom alten Projekt, wir haben uns bereits dafür entschieden, ein neues Projekt zu machen, das vielleicht ähnlich sein wird oder vielleicht auch irgendwas anderes noch beinhalten wird, was aber dann geheim bleibt. Leute, wenn ihr meine guten Abonnenten seid, ja, wenn ihr auf der guten Seite der Höhlenmenschen steht, dann würde ich mich sehr über einen Daumen freuen und einfach über einen Kommentar, wo ihr dann schreibt, ja, es ist nicht so schlimm, dass das Projekt jetzt geendet hat, mir hat es zwar gefallen, aber ich freue mich auf das neue Kommen der Projekt, und das werden ich und Pixel Battle machen, auf einem Server, der auf keinen Fall dann einfach so geschlossen wird, weil das finde ich einfach unzuverlässig und kacke, und das, ganz ehrlich, da habe ich dann, deswegen sind so, sag ich mal, Projekte mit kleinen YouTubern immer ein bisschen riskant, wenn man da einsteigt, denn man kann teilweise den Leuten nicht vertrauen. Und das ist das, was bei einem solchen Projekt, bei so einem Community-Projekt eigentlich am wichtigsten ist.
Und ja, unser Vertrauen quasi wurde wohl nicht ernst genommen und das der anderen anscheinend auch nicht. Und wie komme ich da rein? Oh, den oberen Eingang. Okay, dann benutzen wir den oberen Eingang. Und ja, Leute. Oh, wir haben es gefunden, oder? Ist es das? Ist es das? Nein, das ist es nicht. Das haben wir ja vorhin gerade gefunden. So. Ja. Also wird ein neues Projekt kommen mit Leuten, denen wir auch vertrauen können. Wir und für den Notfall ziehen wir halt dann immer Backups. Und ja, Leute, es ist einfach schade, wenn man Personen einfach nicht vertrauen kann. Das ist einfach schade und das zerstört irgendwie so ein Community-Projekt. Und deswegen sage ich, Leute, wenn ihr das Video hier seht und ihr den Schaden angerichtet habt, dann meldet euch, habt die Eier dazu und entschuldigt euch, weil das fand ich richtig, richtig mies, dass dann einfach so Sachen zerstört wurden. Und ja, also ich finde das einfach scheiße und sowas tut man nicht, Leute. Sowas tut man einfach nicht. Es laggt so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, Leute. Ich möchte jetzt noch ein Ei finden. Sofort. Wo ist das Ei? Die Serveradresse steht auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Das ist nämlich ein richtig cooler, ein cooles Event von Nitrado. Und das, da könnt ihr ruhig mal vorbeischauen. Das lohnt sich. So. Moment, in die Richtung hier. Gehe ich einfach mal. Hat der einen Soundbug oder so? Hat sich zumindest jetzt so angehört. Hier, ich denke, in diesem Gebäude hier drin muss ein Ei sein, aber ich weiß nicht, wie man das. Ah! Mit einer Tür. Hätte ich auch vorhin irgendwie drauf kommen können. Ich glaube trotzdem, dass hier oben irgendwas ist. Ich weiß es nicht. Welche dreht es sich die ganze Zeit? Ich weiß nicht. Wo ist denn das Ei? Wo könnte das Ei sein, Leute? Wo würdet ihr ein Ei verstecken? Das ist kein Ei? Nein. Nein. Also, es war mir auch schon immer, als Kind ist mir das auch schon immer irgendwie schwer gefallen, hier Ostereier zu finden. Ich war einfach schlecht darin. Und jetzt muss ich hier in Minecraft auch Ostereier suchen. Moment, ich gehe jetzt noch ein bisschen davor. So. Und ihr könnt mir eigentlich auch in die Kommentare schreiben, weil wir wissen noch nicht ganz genau, was wir machen. Es kommt auf jeden Fall in den nächsten Tagen auf euch zu. Ist jetzt vielleicht nicht so toll, dass ich das jetzt unbedingt in einem Ostervideo klären sollte. Aber ja, ich hoffe, ihr versteht mich, ihr versteht uns und wir können ja nichts dafür. Es heißt dann immer, ihr seid die Dummen und so, obwohl wir da wirklich gar nichts dafür konnten diesmal und einfach das dann kaputt gemacht wurde. Ah, ich glaube, ich muss hier rüber. Nein! Nein! Ich komme hier nicht mehr weg. Oh nee, jetzt muss ich hier runter und muss ich da wieder hochgehen. Ja. Ja, ihr könnt uns auch Vorschläge schreiben. Wollt ihr lieber ein Modpack haben? Oder ja, keine Ahnung, was wollt ihr denn lieber haben? Das könnt ihr schließlich entscheiden. Ihr seid ja hier schließlich der Boss. So. Und hier drüben muss ein Osterei sein. Oder hier irgendwo. Oder auf einem Dach. Ich weiß es nicht. So. Jetzt sind wir hier mal auf einem Dach. Ich schätze mal, es ist hier irgendwo hier. Hier muss es irgendwo sein. Vielleicht in diesem Gebäude? Kann man das auch machen? Nein. Das geht nicht. Hier vielleicht? Au. Nee. Ich möchte das Osterei finden. Aber ich glaube, es ist hier drin. Hier drin, glaube ich. Hier drin. Ich gehe mal hier hoch. Mal schauen. Ach so, nein. Nein, nein, nein. Es hat nämlich jetzt irgendwie so ein komisches Klackgeräusch gemacht. Jetzt dachte ich so, oh geil. Wir haben das Osterei. Und jetzt haben wir es doch nicht. Ah, hier. Hier ist es. Yeah. Jetzt haben wir... Du hast ein Osterei gefunden. Ich würde sagen, mit 5 gefundenen Eiern sind wir doch schon recht gut bestückt. Und, ja, Leute.
Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ich weiß, die Facecam ist jetzt ein bisschen anders, weil das eben so ein kleiner MacBook ist. Und hier mein Riesenmikro. Ja. Auf jeden Fall, Leute, wirklich, wenn ihr treue Zuschauer seid, dann gebt dem Video ein Like und schreibt, auch wenn hier ein Hater kommentiert und schreibt, voll scheiße, dass du das Projekt nicht weitermachst, dann schreibt den mal, dass wir dafür da nichts dafür konnten. Aber es ja was kommt. Es kommt was. Und das dauert auch gar nicht mehr lange. Vielleicht kommt es schon morgen oder übermorgen. Wir werden das so schnell wie möglich machen. Und da kommen dann wirklich nur noch Teilnehmer rein, den Leuten, denen wir vertrauen können. Und dann nicht irgendwelche wildfremden Menschen, mit denen wir noch nicht mal im TS waren. Also Leute, wie gesagt, wenn euch das kleine Oster-Special jetzt gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen. Der Server ist richtig cool und wenn ihr da auch mal drauf spielen wollt, dann schaut in die Videobeschreibung, dort steht der Link. Und ja, ihr könnt uns ja auch mal einen Namen in die Kommentare posten, wie wir das Projekt so nennen sollten und welches Modpack wir vielleicht spielen. Oder auch wieder nur so in Vanilla bauen, vielleicht auch mit ein paar PvP-Elementen, wie ihr wollt. Und ja Leute, das war's dann auch schon von diesem Video hier. Bis dann, haut rein und tschüss.